So, jetzt bin ich hier auf der Wawel in Krakau in Polen. Neben mir ist Silvia und Silvia kennt sich sehr gut aus mit Krakau. Im Hintergrund die Burg als solche, hier ist das Modell. Silvia, was können Sie denn jetzt über diese Burg oder das Schloss der polnischen Könige sagen? Wir sind auf dem Wawel, das ist Eigenname für das ganze Areal, für den ganzen Hügel. Und vor circa 1000 Jahren wurde Wawel Sitz der polnischen Herrscher und gleichzeitig auch Sitz des Bistums, heute des Erzbistums. Also zwei Einheiten waren immer auf dem Wawel seit 1000 Jahren. Die eine Einheit Residenz der polnischen Könige und die zweite daneben Kirche des Bistums, wo auch polnische Herrscher gekrönt wurden und wo sie heute begraben liegen. Also wir sagen Nekropole Polens oder Pantheon Polens befindet sich auf dem Wawel. Ja? Neben der Kirche Renaissance-Residenz, zwei Italiener im 16. Jahrhundert haben das Schloss entworfen. Hier dieses ganze Areal war dicht bebaut. Hier markiert auf dem Modell kann man die Grundrisse sehen, der Kirchen, der Gebäude, die sich hier befanden. Im 19. Jahrhundert wurden sie abgerissen, abgetragen. Das ist natürlich sehr beeindruckend hier. Silvia, was würden Sie denn sonst noch empfehlen, was man sich unbedingt hier in Krakau anschauen sollte? Die Altstadt, Herzen, die Stadt soll man sehen, Marktplatz mit Tuffhallen, natürlich Marienkirche, Jugendstil in Krakau ist auch ziemlich gut vertreten und unbedingt abends, nachmittags Kalchimierz, zum Teil das historische jüdische Viertel, zum Teil das ehemalige und aktuelle Innenviertel Krakaus, wo wir sehr gerne ausgehen, wo man sehr gut essen kann, tanzen kann, trinken kann. Das kann ich wirklich empfehlen. Vielen Dank, Silvia. Bitte schön.